Servus Lande und willkommen zurück mit unserem Let's Play Together, dem Kaiserrennen um den Thron und Krone des Heiligen Römischen Reiches, deutsche Nation, das weder heilig noch römisch noch ein Reich ist, oder wie das mal so schön war. Nee, Deutsch, Deutschreich und ist weder römisch noch deutsch noch katholisch. Ich weiß nicht mehr, es war immer irgend so ein lustiges Zitat. Ich sollte aufhören zu reden. Wir haben natürlich zwei Mitspieler, einmal im nördlichen Mecklenburg in großer Notsituation. Hallo Struppi. Moin. Okay. Moin, Push to Talk. Ja. Ja. Hallo. Und natürlich weiter im Süden, weit weniger in Notsituation, ganz im Gegenteil. Hallo Gunnar. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Not So Really Together. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Genau, und die Pause darf dann einfach Struppi beenden. Ja? Achso, weil er derjenige ist, der ja gerade im Krieg ist. Genau, okay. Ich muss mich nochmal ganz kurz. Kann der Struppi überhaupt die Pause beenden? Ja, Entschuldigung, ich vergesse immer wieder diese blöde Taste zu drücken. Aber ich kann die Pause übrigens nicht beenden. Ja. Dann kann Günther sie beenden, dann kann Struppi sich eine eigene machen. Mach los. Sehr schön. Also wie es aussieht, sind Polen und Litauen jetzt, nachdem sie irgendwie jahrelang Truppenaufmärsche an ihrer Ostgrenze gemacht haben, um die Goldene Horde und Moskau ein bisschen zu beeindrucken, haben sie sich jetzt doch noch dazu entschlossen, mal nach Westen zu marschieren, um mir zu helfen. Das finde ich ganz nett von den Kleinen und deswegen freue ich mich total. Wir machen eine kleine Willkommensparty. Wurde deine Armee jetzt eigentlich vernichtet? Nein, zum Glück nicht. Hat die Kavallerie sie am Leben gehalten? Wahrscheinlich, ja. Die 1000 Mann da. Charge of the Light Brigade. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh ja, ich glaube, Krim wird wieder frei. Oh Gott. Nein, Kärnten ist gefallen. Nein, doch, ich habe mich so drauf gefreut. Okay, ich würde sagen, geheimes Kampagnenziel von uns allen wird es sein, die Steiermark freizulassen. Übrigens schon am 18. Januar 62, das haben wir lange nicht gemerkt. Egal. Man bemerkt übrigens auch, dass während der Besetzung durch Rebellen ein Kommandant aus dieser Provinz entsprungen ist. Das hat irgendwie was. So, Dänemark wird jetzt daran glauben müssen. Hoffentlich. Ja, es geht. Brauch mehr Legitimität, stelle ich fest. Nein, brauchst du nicht. Meine Legitimität ist scheiße. Also mein Herrscher ist nicht einfach nur Kacke, sondern die Legitimität von dem ist auch gar nicht mal bei 100. Ich gratuliere übrigens schon mal Hessen zum Kaisertitel, so wie es dem gerade aussieht. Gerade echt so aus, ne? Was ich gar nicht so gut fände. Ach Gott, das Bündnis mit Österreich gekündigt, das finde ich sehr interessant. Das ist krass, ne? Ich verstehe noch nicht, warum. Ihr Krieg gegen Frankreich scheint sie nicht so wirklich zu belasten, so wie das aussieht. Aber gut, wer weiß, vielleicht haben sie hohe Kriegsmüdigkeit. Oh, Böhmen ist Papst. Und demnächst Böhmen noch, ist Papst. Wenn sie jetzt noch Kaiser werden, dann wird's böse. Wir sollten uns mal wieder einschleimen bei den lieben, Ach, Ladies and Gentlebots, das ist ja echt so ein Ding hier. Ja, wann soll ich denn den nächsten Angriffskrieg hier starten? Ich weiß gar nicht mehr. Ich werde ja dann kein Kaiser werden, so wie es aussieht. Ich finde ja, du kannst ja noch ein bisschen warten mit dem nächsten Angriff. Mit dem nächsten Angriff kannst du noch ein bisschen so ein paar Jahre am besten. Jahrzehnte, Jahrhunderte. Will aber nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kleine Herausforderung für den Günner. Schaffst du es, bis 1820 keinen einzigen Krieg mehr zu führen? Das klingt nach einer Challenge. Toll, oder? Ich habe die besten Challenges. Wenn du es schaffst, kriegst du von mir einen Keks. Den schickt er dann per Post. Genau. Übrigens ein selbstgebackener Keks zu Weihnachten. Schmecken super. Diesen leichten, bitteren Mandelgeschmack, den musst du ignorieren. Ist auf jeden Fall kein Gift oder sowas drin. Ja, gespanntes Schweigen hier gerade in der kleinen, illustren Runde. Ich habe mal wieder zu viel gelabert. Okay, also wie sieht's aus? Mit Jylland muss belagert werden durch die Schweine.
die sich da Polen nennen. Und vorher komme ich nach Finn rüber. Das ist dann ein bisschen blöd. Frieden werden sie nicht schließen, ne? Na, war klar. Also Blekinge wird Polen gehören. Ich muss hier gerade so ein bisschen rummurmeln. Bornholm wird uns gehören. Ding, ne? Wie dann würde ich sagen Holstein und mal so rum. Schleswig würde ich ganz gerne haben. Die sieht mit der aggressiven Expansion aus sehr gut. Hier wird es knapp werden, aber mit Schleswig hätten wir noch keine Koalition gegen uns. Sehr gut. Holstein wird wahrscheinlich wieder unrechtmäßiges Territorium abbekommen, aber das müssen wir dann einfach abkönnen. Da. So, versuchen wir nochmal uns bei Köln, Köln einzuschleimen. Dann schauen wir da mal, gell? Ah, sehr gut. Damit ist... Oh, Baden wird Kaiser. Das ist ein Rennen hier, meine Herren. Ja, knapper Shit auf jeden Fall. Direkt am Anfang schon spannend, meine Herren. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Ich dachte, jetzt kann von mir aus der österreichische Kaiser abnippeln. Ja, jetzt auf einmal. Wir hatten die ganze Zeit die Chance, aber sobald du sie hast... Ja. Feine Herr möchte Kaiser werden. Das müssen wir verhindern. Feine Herr möchte auf jeden Fall Kaiser werden. Möchte sich so einmal richtig untenrum einkaisern. Bäh. So. Problem ist natürlich, dass wir keine einzigen Handelszentren ansammeln, wenn wir die ganze Zeit diese Kriege führen. Also Stettin wäre nun mal nicht schlecht, wenn wir uns das holen könnten. Oder Sierland dann später. Kommt darauf an, mit wem. Oh, die haben momentan keine Bündnisse, außer mit Norwegen. Und wenn wir Polen bei einer Stange halten, könnte das was werden. 6 Jahren haben wir dann wieder genug gefallen, damit wir die einfordern können. Das wäre auf jeden Fall sehr praktisch. So, ich glaube, wir erheben mal ein paar Kriegssteuern. Einfach, um ein bisschen drin zu bleiben. Einkommen. So, den berufen wir ab. Ich möchte übrigens mal bemerken, dass ich der Einzige bin, der auch keine Provinz erholt hat in diesem Let's Play. Ja. Du bist ein sehr... Du scheinst dich ja für dich aus irgendeinem Grund auszuzahlen, ne? Ja. Du bist ein sehr friedlicher Herrscher, deswegen werden dich auch alle lieben. Das Problem ist nur, wenn du Kaiser bist, dann habe ich keine Scheu, irgendwelche Reichsstädte anzugreifen. Nicht, dass ich dich irgendwie nicht ernst nehmen würde oder so. Ja, ich merke gerade, dass Dänemark hier scheinbar dabei ist, eine Flotte aufzubauen. Es kann sein, dass sie uns angreifen wollen oder sowas. Man weiß es ja nicht. Würde mich jedenfalls freuen, wenn wir es endlich mal schaffen würden. Ansbach, Nürnberg, Memmingen, Pfalz und Sachsen, bei dem geht's ab. Ja, wir wollten ja auch mal hier einen kleinen Krieg starten. Uiuiui. Ui, ui. Schön, wir verlieren 1000 Mann in einer Nahkampfphase momentan. Das ist ja ein gewagter Krieg. Sehr der Krieg läuft gerade auch nicht ganz so gut. Aus irgendeinem Grund rocken die halt echt die Scheiße fett, ne? Badensische Eroberung von Ansbach. Das hat voll weh. Das war mal nix gerade. Oh, jetzt kommt Sachsen runter. Jo. Muss man gerade ein bisschen langsamer machen. Wie langsam der. Ich spiele mir schon auf Geschwindigkeit 1 hier. Bayern hat übrigens eine erhöhte Kriegsmüdigkeit, auf die musst du aufpassen. Ja, ich muss vor allen Dingen jetzt mal hier Böhmen mit reinrufen. Bayern wird richtig schön auf die Omme kriegen, so wie es aussieht. Kriegsmüdigkeit minus 27. Die sind noch gerade mit Venedig im Krieg aus irgendeinem Grund. Okay.
So, läuft doch eigentlich ganz gut soweit. Jetzt sollte ganz schnell noch Böhmen ankommen. Sieht doch gut aus. Ja, die sind noch exiliert leider. Ich wollte gerade sagen, die sind aber exiliert, die müssen das noch wieder umdrehen. Schaffen sie aber trotzdem. Ich glaube, wir sollten diesen Krieg schnell beenden, denn Schweden ist gerade auch mit den bewährten Herrschaften hier im Krieg. Und wenn sie sich Blekinge schnappen, ist unser wundervoller kleiner, ist unsere wundervolle kleine Karte, die wir quasi gegen die Dänen in der Hand haben, weg. Das heißt, sobald wir hier drüben Belagerung sehen durch die Schweden, müssen wir wegmarschieren. Beziehungsweise nicht wegmarschieren, müssen wir Frieden schließen. Mit den Dänen. Denn ansonsten ist unser ganzer Friedensschluss und vor allem natürlich die Hoffnung mit den liebenswerten Polen immer noch. Das ist nicht so gut gelaufen. Also wir haben in diesen Nahkampfphasen unglaublich viel Einheiten verloren. Dabei habe ich vorher doch extra noch die Militärtechnologie gecheckt. Da war jetzt keiner bei Militärtechnologie 6 oder so. Vielleicht hätten wir irgendwelche Boni oder sowas. Wer waren jetzt mal die Gegner? Hat Sachsen nicht irgendwelche Kampfboni oder so? Das kann durchaus sein. Das weiß ich aber jetzt nicht mehr so genau. Nö, Sachsen hat da nichts. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass Bayern dabei war. Ja, genau. Das wird es gewesen sein. Ah, ich glaube, ich kann wieder zurück. Ja, das sind doch meine Rekrutenreserven mal gut direkt in den Keller gerasselt eigentlich, ne? Musstest du jetzt Frieden schließen oder wie ist es? Oder konntest du Frieden schließen? Nee. Was jetzt nicht? Noch nicht ganz. Oh. Nö, der schließt keinen Frieden. Er will das noch so gewinnen. Nicht so schnell jedenfalls. Der hat gerade Böhmen in den Krieg geholt. Ach so, Böhmen ist mit drin, oder? Okay. Den kann es ja sogar noch was werden. Das wollen wir hoffen. Ich hätte halt einen halbwegs ordentlichen General gebraucht. Wo ist denn jetzt Böhmen übrigens? Ach, die haben da gerade die Armee aufgerieben. Okay. Ja, Bayern hat gerade in Straubing angegriffen. Böhmen weiß nicht, wo Böhmen rumläuft. Ja, Böhmen kommt da schon. Die kommen gerade an. Die machen noch die Armee in Ingolstadt platt. Hat schon mehrfach darüber gerannt. Naja, da kommt Böhmen wahrscheinlich wieder rechtzeitig. So, ich würde ganz gerne aus unserer Armee hier die Kavallerie rausziehen. Mit der mal so ein bisschen plündern. Weil Bayern gerade schnell verliert, aber es schaffen sie trotzdem. Nordjylland zum Beispiel. Einfach damit wir ein bisschen Geld mal rausschlagen aus dem Kram hier. Ist natürlich leider keine Horde. Das bedeutet natürlich, dass unsere Plünderungseffizienz nicht ganz so hoch ist, wie sie vielleicht sein sollte. Oh, ihr seid auch mit Dänemark und Norwegen im Krieg. Ja, das gefällt mir. Pommersche Eroberung von Sierland. Mutig, Pommern, mutig. Das kann doch noch was werden hier. Wenn sich Pommern Sierland schnappt, wenn jetzt Dänemark quasi aufgeteilt wird zwischen den Großmächten dieser Welt. Was wäre eigentlich, wenn wir uns nicht Bornholm schnappten, sondern Midtjylland? Hätten wir keine Koalition gegen jetzt uns. Einmal bitte die Produktion in Heidelberg canceln. Einmal nach Ansbach. Weil ich ja schon gerne Bornholm hätte, einfach nur weil Bornholm. Dass wir diese Armeen da so ein bisschen auseinanderpflücken können, das wäre mir doch ein tiefes inneres Bedürfnis. Ah, und jetzt müsste ich eine kurze Pause machen, liebe Freunde. Weil ich gerade angerufen werde. Ist ja typisch. Bis gleich, tschüss. Zurück im wunderschönen kriegsgebeutelten Baden. Müssen wir schauen, was wir jetzt so auf den Zeiger kriegen. Also vielleicht sollten wir jetzt tatsächlich mal versuchen, Ansbach zu setzen. Oder wie wäre es mit der Pfalz? Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Vielleicht nehmen wir die auch zuerst. Ich würde dann Geschwindigkeit mal gerade auf 2 hochdrücken und dann machen wir weiter, ja? Ist okay. Ja. Ja.
Na? Ah, vielleicht müsste ich doch da unten angreifen. Marvin, was denkst du, wann könntest du mal deinen nächsten Krieg anfangen? Ich meine, du bist mit einigen guten Leuten verbündet mittlerweile, ne? Ja, aber es sind alle anderen irgendwie auch. Na, scheiße. Köln vielleicht, was ist mit Köln? Baden, Mainz, Mecklenburg, Trier und Nassau. Ich überlege, ich warte eigentlich gerade auf den Anspruch auf Braunschweig. Obwohl ich aber erwischt, das dauert noch eine Zeit lang. Du willst Braunschweig angreifen? Ah, ich hab's tatsächlich noch. Weiß nicht, ob ich das hinnehmen kann, diese Aggression an meinen direkten Grenzen. Das ist ein bisschen heftig. Du kannst mich angreifen. Ja, nee. Ich meine, okay, es wäre ein interessantes Duell, Polen gegen Burgund, aber... Brandenburg wäre auf meiner Seite. Ja, wahrscheinlich wäre Brandenburg auf deiner Seite, ja. Okay, dann lassen wir das lieber. Stimmt, die ganze Zeit... Also irgendwie, Sachsen ist die Pest, ne? Sachsen ist echt oder, überall mit drin. Oder die Pfalz, ne, aber die sind halt auch echt die Pest. Die sind so über, die machen... Die haben gerade, glaube ich, 7000 böhmische Mannen weggehauen. Haben lustigerweise aber nicht mal Stufe 5. Also deine Worte tun mir übrigens persönlich ganz schön gut weh. Das ist ja klar, ne? Dass du uns hier als Pest bezeichnest, das ist so ein bisschen fresh. Beachte übrigens, dass England Navarra hält. Ja. Und die Kastilien an Thronanwärterrebellen verrecken. Oh, ein Glück, dass ich dachte gerade panisch, dass ich übersehen hätte, wie... Norwegen sich nach Schweden frisst, warum das denn? Bist du mit Schweden verbündet, Struppi? Nein. Schweden erklärt, Schweden hat einen separaten Krieg erklärt. Ja, ja, und den verlieren sie. Ja, naja, nicht unbedingt. Wobei, wahrscheinlich nicht. Nee. Dänemark und Norwegen sind gerade simultan im Krieg mit mir und dann noch einen zweiten Krieg mit Schweden und Schottland, dann noch mit Ostfriesland und dann noch gegen Pommern. Ostfriesland hat sie auch angegriffen übrigens, ne? Oder klingt, nee. Jetzt müsste ich sie auch angreifen. Was ist das mit Ostfriesland? Verteidiger gegen Dänemark. Ja, da hat Dänemark ein bisschen Pech gehabt. Dass sich alle Welt auf sie gestürzt hat. So muss ich feststellen, dass mir irgendwie keiner meiner Verbündeten hilft. Tja, weil du halt, ne? Nur Brandenburg, die helfen mir immer. Tja, Brandenburg ziehe ich einfach so lange in eigene Kriege mit rein, bis ihre Kriegsmündigkeit so hoch ist, dass sie sich auch nicht mehr helfen werden. Ha! Genau. So wie Dänemark. Dänemark? Da waren sie auch mal dabei, erinnerst du dich noch? Weiß nicht, wovon du redest. Was für eine Weicheier, weißt du, geben auf, weil ich bei Berlin besetzt wurde. Eigentlich sollte ich von ihnen nochmal 20 Gefallen oder sowas bekommen. Weil Merkel ist der Sachse mit einem 5-3-4-1-General rumläuft. 5-3-4-1? Ist etwas krank. Vielleicht fast nicht, dass es nicht 3-5 ist. Gibt es irgendwie so ein Achievement hier? Saxony is not overpowered oder so? Das würde Günther noch viel mehr ärgern, 3-5. Warum ist Burgund in Verden? Am besten 6er Schockgeneral. Nee, in Bremen. Nachdem ich mir letztens sagen habe, lassen müssen, dass es einen Bremer wehtut, wenn ich Verden statt Verden sage. Oh, das habe ich auch mitgekriegt in den Kommentaren. Wird es jetzt Verden ausgesprochen oder Verden? Pferden. Pferden, okay. Mit Fenster-V. Das dürfte den Horden gefallen, dass da ganz viele Pferde sind. Genau. Da hat er gemeint, das hätte man im Geschichtsunterricht hören können, aber ich wüsste nicht, wo im Geschichtsunterricht Pferden vorgekommen wäre. Das kannst du sicher Günner erklären. Genau, Günner, was hat Pferden schon getan? Unser Geschichtsexperte. Ich studiere auch Geschichte, aber egal. Also du bist noch nicht fertig. Ja. Das ist ein Gerücht. Ich werde wieder angegriffen und wahrscheinlich gegrindet. Ja, ist so krass, ey. Ich glaube, Günther ist gerade in seiner eigenen Welt. Der hat uns gar nicht zugehört. Ja, ich bin gerade echt in meiner eigenen Welt. Und in meiner eigenen Welt geht es ganz schön scheiße zu. Das muss man einfach mal so sagen. Wie geht's denn den Böhmen? Schaffen sie's? Das kann halt echt nicht sein. Schafft's Böhmen oder schafft's nicht? Die zerficken mich halt einfach komplett. Die hauen mir jedes Mal einfach riesige Verluste rein. Das sind Riesenverluste. Es ist unglaublich. Ich glaube, es sind Riesenverluste. Als ob meine Leute aus Papier wären. Kein Befehlshaber gegen zwei Befehlshaber. Kein Befehlshaber gegen einen mit zwei Nahkampf ist schon mal schlecht. Nein. Der hat nur zwei Nahkampf. Ich habe meinen König drin mit 4-1-1. Das stimmt nicht. Achso, das ist der Schlachtenbildschirm hier aber falsch.
Ich hatte einen Befehlshaber drin und wir sind militärtechnisch, sind wir mindestens gleich auf. Teilweise haben die sogar weniger als wir. Jetzt werde ich natürlich hier nochmal gefickt, ist ja klar von... Müsste übrigens... Ich habe sogar einen höheren Moralwert als die. Entschuldigung für die Pause, ist mal gerade ganz kurz notwendig. Bitte. Dankeschön. Sachsen vernichtet Böhmen in Prag. Ja, so, mich mit. Na denn, das lief doch, würde ich mal sagen, ne? Hast du deine Truppen eiskalt Bundeswehr genannt? Ja, klar. Okay. Scheiße! So kämpfen sie. Ah, fuck. Nein. Ah. Kleinen Fehler gemacht. So, wir können weitermachen. Das gibt's halt einfach nicht. Mal sehen, wann den beiden das auffällt, wie sich die politische Landschaft hier gerade ein bisschen verändert hat. Das ist natürlich jetzt total beschissen. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass Blekinge... Ja, okay, gut. Sachsen hat halt 5-3-4-1. Es liegt an dem General von den Sachsen. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass Blekinge... 5-3-4-1. Was ist denn das für ein Übergeneral? Danke, Günner. Ich habe gerade überhaupt nicht daran gedacht, dass Blekinge ja an uns gehen würde durch diesen Krieg. Das ist jetzt ein bisschen bescheuert. Beziehungsweise beschissen. Ich glaube allerdings, so wie es... Bitter. Er hört es wirklich nicht zu. ja. So, Dänemark möchte militärischen Zugang haben. Aber die Polen... Ja, der General ist schon echt böse. Kümmert es überhaupt nicht. Hätte ich halt gewusst, dass die halt den Tod auf dem Gaul dabei haben, dann hätte ich die, glaube ich, den Krieg nicht gemacht. Ah. Also schon übel, dass halt, also ich meine, eigentlich war es doch irgendwann mal geplant, dass die, dass die Generäle nicht mehr so alleine kriegsentscheidend sind, oder? Naja. Ich höre gerade nichts dazu. Mir auch nicht. Also irgendwas Besonderes gewesen wäre. Genau. Wir haben sogar nur Militärtechnologie 4. Das muss man sich mal vorstellen. Sachsen hat Militärtechnologie 4. Und hackt mich komplett. Das ist echt krank. Zagen sie dich allein oder haben deine Verbündeten auch keine hohe Militärtechnologie? Ja, klar, die brauchen nicht mehr. Nein, ich meine, deine Verbündeten, haben die eine hohe Militärtechnologie? Weiß ich nicht. Böhmen hat auch 5. Ist ja krank. Auch 5, bringt denen aber nichts. Ist ja krank. Sachsen so, ich muss mal kurz pausieren wegen Friedensschluss. Sekunde bitte. Man gucke sich mal diesen ganzen Batzen an, den ich hier gerade erobert habe. Und trotzdem ist unser Truppenlimit immer noch bei 8. Das ist ein bisschen anstrengend. Aber hey, dafür ist unser Flottenlimit etwas gewachsen. Mach mal einen Ticken die Geschwindigkeit gerade runter. Holen wir uns doch nochmal ein paar leichte Schiffe, damit wir weiterhin unseren Handelseinfluss in Lübeck verbessern können. Kostet das vorher jetzt eigentlich Unterhalt? Ich weiß es nicht. Ja, monatlich 1,02. Ha. Aber das können wir noch beibehalten, würde ich mal sagen. Wir müssen jetzt nicht jedes Fort, oder? Das ist ein unwichtiges Fort. Na scheiße, ich glaube, ich habe gerade Böhmen jetzt exiliert, oder was? Machen wir das also mal aus. Ja, shit, ich hätte noch warten sollen. Jetzt steht uns ganz schön viel Frieden bevor, wie es aussieht, denn wir haben ein bisschen aggressive Expansion angesammelt um uns herum. Es gibt einige Leute, die sich auch dann direkt gegen uns wenden möchten. Das Schöne ist übrigens, bevor der Waffenstillstand mit Dänemark abgelaufen ist, dürfte die aggressive Expansion so weit zurückgegangen sein, dass sie mit uns keinen Krieg mehr führen, also dass sie uns nicht mehr angreifen wollen. Wie sieht es denn hier jetzt aus? Wir könnten Brandenburg dazu rufen, Polen nicht. Aha, jetzt endlich kriegen die Sachsen mal so richtig auf die Fresse von Böhmen. Einen Krieg mit Sachsen, Friesland und Frankfurt und könnten dafür halt Braunschweig direkt vor Marvins gierigen Augen entreißen. Litauen kehrt aus Dänemark heim. Das Mecklenburg ist irgendwie viel zu groß. Ich weiß nicht, wovon du redest. Stimmt. Mein Anwalt hat mir empfohlen, zu diesem Thema zu schweigen. Das Blöde ist, diese eine Provinz Blekinge, die ich eigentlich gar nicht haben wollte, die sollte eigentlich Polen bekommen.
Aber ich vergessen, die Belagerung zu übertragen. Deswegen habe ich jetzt eine schöne Grenze mit Schweden. Ja, Blekinge ist schon sehr cool. Vor allem dann eine Kernprovinz von Schweden. Nee, ist es ja nicht mehr, das haben sie geändert. Genau. Ist es nicht mehr, aber Schweden hasst mich trotzdem. Die wollen alle meine Provinzen gerade haben. Ach, nur wegen Blick. Gut, die hätte ich wahrscheinlich auch wegen Bornholm gehasst, so ist es nicht. Ja, ach komm, Bornholm muss ich ja erobern, einfach für meine Zuschauer schon. Du kannst jetzt einen Anspruch auf Gotland fingieren. Ja, stimmt. Ne? Kann und von ich Gotland kannst du noch Ösl und dann kannst und du endlich Estland ins Reich holen. Ist das nicht toll? Womit dann die wichtigste Mission abgeschlossen wäre. Ja, na, eigentlich war für mich die wichtigste. Einfach mal Prioritäten setzen. Meine wichtigste Mission war tatsächlich, Bornholm zu erobern. Da kommt nämlich die mächtige Hammer-Dynastie her. Was hast du eigentlich für einen Friedensschluss gehabt, Günner? Ach, schon Frieden? Nee. Er hat irgendwas von dem Friedensschluss vorher gesagt, dachte ich. Ja, stimmt. Was ist denn los, Günner? Ich dachte, du hättest Frieden geschlossen. Nur mit, nur mit Memmingen. Ach so. Nur mit Memmingen. Tja. So schaut's aus. Also, wie gesagt, Braunschweig erklären oder nicht? Schauen wir mal. Ich weiß es nicht. Dass wir hier die Pfalz wegwickeln bekommen. Oh Gott, lüneburgische Nationalisten, da müssen wir uns mal drum kümmern. 1490, na super. Ja, da werden wir wahrscheinlich eine Revolte kriegen hier. Ich hoffe einfach mal darauf, dass wir die ausschalten können hier zum Glück. Oh, super. Der nächste Krieg. Nicht allzu groß, ist tatsächlich eigentlich hauptsächlich durch Überdehnung und Kriegsmüdigkeit. Super, wenn beides weg ist. Salzburg hat Bayern den Krieg erklärt. Dann ist es ein Revoltenrisiko. Ich glaube nicht, dass es andersrum ist. Nee, tatsächlich. Wow. Da ist jemand optimistisch. Salzburgische Eroberung von Landshut, das ist ja mal der Hammer. Das erklärt, warum die Pfalz nicht mitmacht. Ich habe mich schon gewundert. Aber das ist Salzburg alleine, ne? Momentan. Ja, ja, weil es ein Angriffskrieg eben ist. Immer dieser KI-Optimismus ist der Hammer. Ja gut, es sind 9000. Salzburg und Bayern hat da wahrscheinlich 0. Salzburg hat 9000 Mann. Das mit dem kleinen so. Fitzelchen da haben die 9000 Mann. Das ist doch krank. Das ist doch vollkommen overpowered. Verdammt, ich komme nicht nach Bayern. Hä? Wieso bist du nach Bayern? Doch, jetzt komme ich nach Bayern. Sehr wieso schön. Bist du nach Bayern? Ah, du bist im Krieg. Jetzt erst gesehen. Ach, wegen Salzburg. Ah, verstehe. Hey, oh. Ja, jetzt. Salzburg, greif Augsburg in den Bergen an. In Salzburg, das ist die Idee. Jetzt mir schade, dass Salzburg ernst. Keinen Befehlshaber dabei hat, keinen ernstzunehmenden. Aber da kommt meiner nach, das passt schon. Damit wäre Baden Kaiser, wollte ich mal anmerken. Wow! Weil, ja, Leute, weil ich einen Krieg nicht mitmachen konnte. Herzlichen Glückwunsch, meine Herren. Deswegen habe ich so viel Prestige verloren. Ja, dann, liebe Freunde, das war's dann. Ich bedanke mich bei euch herzlich fürs Zugucken. Der Günner hat mal wieder gewonnen, so wie es sein sollte. Das ist cool, dann können wir jetzt was gescheit spielen. Yay, das die war's. Die Monroe-Doktrin. Genau. Die Monroe-Doktrin, die wurde gewünscht, ne? Ja, die wurde auch gewünscht. Wir könnten uns mal die. Hat einer von euch noch den Link zu der Abstimmung? Ich weiß es nicht. Finde ich. Also die Monroe-Doktrin war auf jeden Fall Platz 2 und Platz 3 war das Horden-Ding, ne? Die Islamisierung Europas oder oh was war da? Oh Gott, keine Horden mehr. Kaiserin 27, Monroe 25, Kruzifix 22, Händler 14, Custom 12. Genau, das Kruzifix-Verbot war das. Das Kruzifix-Verbot, genau. Ja, wie machen wir das jetzt? 6 Folgen. Kaiserin. Jetzt spielen wir erstmal weiter. Ja. Ich würde auch sagen, wir machen noch ein bisschen. Ein bisschen viel, wenig, wa? So eine Scheiße, ey. Scheißendreck. Wieso habe ich jetzt verloren hier? Was ist denn da los? Muss ich aber dann, ja, ich meine, wie lange haben wir denn jetzt aufgenommen eigentlich gerade? 14 Minuten, 15 Minuten 6 ungefähr. 6 Folgen? Nee, meinst du jetzt heute? Oder meinst du, wie lange die aktuelle Folge ist? Nee, wie lang die aktuelle Folge jetzt ist. 15. Kann das sein? Bitte? 15. 15. Ey, nee, stimmt ach. Gar nicht. Wir haben ja vorher. Nee, dann sind wir jetzt bei einer halben Stunde. Ah, ja, fuck. Dann würde ich sagen, dann können wir doch jetzt an der Stelle einen Cut machen, oder? Können wir machen. Okay. Und dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken. Der Kaiser sagt vielen Dank. Ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder was auch immer ihr sonst macht. Ich werde mich jetzt erstmal in meine Gemächer zurückziehen und dann dem Pöbel von erhobener Position zugucken. Bis dahin, macht es gut in diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Servus.